Steffen, morgen kommt ja im rheinland-pfälzischen Ramstein die Ukraine-Unterstützergruppe erneut zusammen. Und offenbar kommt nun Bewegung in die Frage nach der Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper. Was hörst du denn zu dieser Thematik, die ja seit Wochen intensiv diskutiert wird aus der Ukraine? Also ich kenne natürlich nur die Erwartungshaltung hier in der Ukraine, und das ist natürlich klar. Man sagt, wir brauchen die Taurus, und die politische Erwartungshaltung ist auch, wir bekommen die Taurus. Die Frage ist nur, wann? Also wird das in wenigen Wochen passieren? Wird das bis zum Ende des Monats passieren? Man ist in der Ukraine relativ überzeugt davon, dass das wahrscheinlich im Verbund mit den amerikanischen Attackams kommen wird, also auch mit Langstreckenraketen, eine Reichweite von rund 300 Kilometer haben die. Ob jetzt morgen da wirklich was verkündet wird in Ramstein, das ist schwer zu sagen. Aber eines ist auch klar, und das ist vor allem auch den Soldaten klar, mit denen wir sprechen. Ein Gamechanger, einen kompletten, diesen einen, den gibt es nicht. Das waren nicht die Leos, und das werden auch die Taurus-Marschflugkörper nicht sein. Aber im Verbund stärkt es die Ukraine enorm, die Möglichkeiten eben aus der Luft zuzuschlagen, am Boden zuzuschlagen und auch vom Schwarzen Meer aus beispielsweise zuzuschlagen. Die werden dadurch gestärkt. Und gerade was die Taurus-Raketen angeht, dazu vielleicht noch ein kurzes Wort. Hier sagt man immer wieder, schaut her, was wir mit britischen Storm Shadows machen können. Die Krim angreifen können, wir können die Schwarzmeerflotte, die russische, angreifen, wir können Munitionsdepots angreifen, wir können die Logistik zerstören, die Verteidigungslinien zerstören. Mit Taurus haben wir da einfach noch mehr Möglichkeiten, und deswegen noch einmal ganz klar formuliert, ist hier die Erwartung, dass die Entscheidung kommt und dass es eine positive Entscheidung geben wird. Steffen, danke für deine Einordnungen, und du und dein Kameramann Andreas, bitte passt gut auf euch auf, ihr seid ganz in der Nähe der Front.